So, jetzt spiele ich mal. Falls du das vorhin gehört habt, wie ich genüsslichen Kaffee gesoffen habe. Ich bin jetzt wieder ein bisschen on power. Und jetzt gibt's nicht mal so ein Trauerspiel wie The Martin gerade eben. Was? Das ist so traurig, da der vor sich hingeplätschert ist und direkt Parkour. ich ja, muss da lang. Ich hab das jetzt auch zum ersten Mal in der Hand. So geht die Kamera. Sekunde. Ah. Verteilt hier schön. Oh, also ich gebe dir alles. Geb alles. Wenn du so die Berge hochspringst, geht's auch schneller. Also hier, ich bin im Speedrun-Modus. Ja, ich merke das. Ich weiß zwar nicht, hör dir jetzt erstmal zu, was du da machen musst. Ich muss putzen. Das habe ich im Kindergarten schon gelernt, wie das geht. Ich habe gedacht, ich gebe mir jetzt einfach Muffin, wo du eben Kaffee getrunken hast. Ja, gut. Hätten wir auch zusammen. Oh, zusammen hätten weil wir du musst ja hier eh nichts machen, außer dumm kommentieren. Ja, und dich doof darstellen, wenn du mal wieder missbaust. Ja, das krieg ich hin. Weißt du, die steilen Vorlagen, die kann ich dir liefern. So, der Glitzerschild. Oh, also, hat es eigentlich gerade geglitzert? Nachdem das Schild da war? Aus. So von wegen so, ey, ich bin super Schild. Oder ist durch dieser Glitzer das Schild entstanden? So, jetzt müssen wir hier. Also keine Ahnung, das ist eine legitime Frage. Also, ich würde sagen, weil das Schild entstanden ist, kamen die Konfettikanonen. Und ja. Boah, hey. Ah, guck mal, das ist direkt so ein. Wie heißen sie? Jinjo. Jinjo. Oder. Rinjo? Rinjo? Sind das Spanier? Rinjo? 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 Weiß nicht, oder vielleicht. Asiaten? So. Chincho? Ja, okay. So. Und jetzt. Direkt, damit das hier direkt mal Fahrt aufnimmt, hole ich mir direkt das beste und wichtigste Move, den du überhaupt. Warum springe ich gerade so? Guck, siehst du, deshalb geht's nicht. Völlig also, ich wollte gerade sagen, du springst ja auch so, was ist denn dein Problem? Ja. Ah, so, die hole ich auf Achtung, den Rückweg. Stier. Oh, Stier. Parkour! Das war nämlich. Hast du früher auch immer versucht, den Stier kaputt zu kriegen? Natürlich. Maßlos. Das ist so eine Frechheit, dass man den einfach nicht besiegen kann. Ja, diese Kamera. Ja, wieso jetzt erst? Wir haben doch schon so viele Noten. Ja, weil da irgendjemand anders schon geredet hat. Ja, du. Nee, du. Ich hab das Spiel gedacht, oh, ich bin höflich. Nee, ich will nicht zu. Ich rede jetzt mal nicht. Zu diesem Stonehenge-Teil. Ist das da? Mm-mm. Oder ist das das Dorf? Hier ist es doch. Oh. Stonehenge. Ups. Und Huckepacklauf, genau den wollen wir. Ach so, und damit du ein bisschen schneller vorankommst, oder was? Ja, dass hier instant Fahrt aufgenommen wird. Vor allem Schalter, du weißt ja nicht, welcher Schalter damit ist. Linker Schalter, rechter Schalter, bla bla bla. Ich weiß doch, wie das Spiel funktioniert. Also auf dem Nintendo war es hinten rechts und C. Ah. Nee, Z und C. Ach so. Ah, und direkt den falschen Knopf gedrückt. Weißt doch warum. Weil, wenn du dich nämlich duckst und dann C rechts drückst, dann macht er eigentlich den Vogellauf. Und was jetzt weiß ich auch gar nicht, was ich drücken soll. Schalter und Schalter. Schalter und Schalter. Unten die beiden Schultertasten. Unten die beiden Schultertasten. Guck mal, da die Startplatte zurück euch stellt. Drück mal. Ah, und weißt du, Secret für alle. Oh, das habe ich irgendjemand verloren. Für alle, Silberschädel-Fans. Ja, so, jetzt hab ich's. Ein Mumbo-Schädel. Ach, diese Kamera. Macht mich. Dann lass sie da einfach, die folgt dir schon, wo es hin muss. Was? Wer wohin? Die Kamera folgt dir schon, wo sie hin muss. Ich muss nicht hier rumschalten. Ich will sehen, wo ich hinlaufe. Da sind noch Eier. Unter der Brücke, denke ich. Eierschmeier, kriegst du jetzt hier. Wo sammelst du die wohl ein? Ja, okay, eins. Fünf Stück, hallo? Ja. Alle in einem Rush. Wir haben doch keine Zeit. Wieso haben wir keine Zeit? Keine Ahnung, weil wir jetzt halt so viel spielen müssen wie möglich. Sammeln wir eigentlich alle Noten ein? Okay, ich bin, glaube ich, ganz erheblich. Ja, also die sich jetzt hier anbieten, würde ich schon mitnehmen. Sagen also wir vor allem jetzt einfach, auch am Anfang in diesem Level, wo... Wenn sich Noten im Sichtfeld befinden, werden die eingesammelt. Ja, auf jeden aber Fall. Eier nicht, oder was? Ja, die sind ja kein Kulturgut. Die sind ja Massenware. Weil, vor allem, was das für Eier sind. Das sind bestimmt welche aus Batteriehaltung. Die will ich nicht. Das ist schlecht für die Wirtschaft. Schlecht für die Wirtschaft, für die Tiere. Ich will sowas nicht fördern. Ich bin viel zu hebelig. Dieser Kaffee hat mich gerade... Beruhig dich schon mal. Hör mal auf, die ganze Zeit die Kamera rumzudrehen. Da wird er immer schwindelig. Ja. Vor allem... Oh. Direkt einen drauf. Der...
Ich bin so untalentiert, was Essen angeht. Ja, ich find's auch gut, weil du hast nicht gesehen, wie ich gerade schon wieder versagt habe mit diesem Orangenschalter. Was tust du da? Ja, ich will, dass der auf mich wirft, aber er tut's halt nicht. Ah. Oh. Aber. Du hast dabei drei Leben. Belohnungsmelodie. Du hast dabei drei Leben. Ja, die habe ich ja gleich wieder drin. Außerdem habe ich jetzt schon ein Puzzleteil. Warum das Zocker? Da war der Müll drin. Ich habe gedacht, ich treffe die. Ja, hast du gedacht. Ich räume das nachher weg. Ich gedacht habe, dass. Ich stelle mich einfach davor, dann sieht das keiner. Dass er mich nicht trifft mit den Orangen. Oh, Diddy kommt. Hey, Diddy, ich würde gerne mit dir reden. Hallo? Chimpy. Chimpy ist hungrig. Fütter Chimpy. Ja, könntest du. Das ist schon 30. Also mit Orangen. Ach so, ja, mit Orangen. Richtig. Muss auffangen mit dem Gesicht. Ja, weißt du, als ob er sich... Muss mit dem Gesicht auffangen. Guck mal. Jetzt kann ich machen. Parkour! Ah, das ist eine riesige Orange. Meinst du? Halt, stopp. Mindblowing-Theorie. Sind die alle winzig klein? Diese Orange hat Normalgröße. Oder? Natürlich. Oder ist das einfach nur eine riesige Orange? Und wie hat er sich gerade diese Orange da rein schnabuliert? Warum wächst so eine Orange unter einer Palme? Das würde mich viel eher mal interessieren. Hier, habt ihr wirklich Orange gesagt? Oder Munchen? Hat der Papaya oder irgendwas gesagt? Papaya, wachsen aber auch nicht an links. Also das ist halt muss ich mit reden? Schön einfach an den Eiern vorbeigerannt. Ja, ich komme ja auf dem Rückweg nochmal hin. Aber du... Also, ja, außerdem schenkt ihr mir jetzt bestimmt 1000 oder so. Für den Anfang. So, weißt du, wie sie dich beim Casino, beim Online-Casino so einkaufen wollen? 100? So, hier hast du 50 Euro Startgeld für. Und kriegst 100 zum Spiel. Ja, richtig. Ja. doch, so läuft das. Außerdem sind die, glaube ich, nicht mehr so frisch. Also, die sind überfrisch, weil die tanzen schon. Du bist auch so am Gambling immer im Internet, gell? Immer weiter liebst die Gefahr. Deine geschenkten 50 Euro zu verlieren in Online-Casinos. Ich bin nicht so der Gambler, also nicht so groß. Also witzige Wetten nehme ich ja gern an, aber nur für den Spaß der Wette. Aber nicht meistens nicht um das zu gewinnen. Also nicht um irgendwas zu gewinnen, sondern einfach nur für den Nervenkitzel. Witzige Dings, wir waren. Guck, siehst du, 50 bestimmt. Mehr sogar, 54. Bis das ja, okay, musst du halt nicht einsammeln. Okay. Achso, war ich schon vorher welche eingesammelt. Und Energie, siehst du? Hätte ich nicht Energie was? Vorher verloren, hätte ich quasi. hätte ich quasi Energie verschenkt, die er mir jetzt schenkt. Verstehst du das? Wenn du nie was günstig kaufst, kannst du auch nie was sparen. Wenn du nie was kaufst, kannst du auch nichts sparen. So. Trotzdem ein bisschen. Ja, aber das ist jetzt hier gleich richtiges CMOO. Du hast dich einmal getroffen. Doch, das hat er schon Berlin gemacht. Ja, einmal, aber nicht die von den dreien hast du nicht einmal mit getroffen. Oh Gott, so verdient. So verdient. Nein. Ich kann das besser. Ja, das ist, weil ich im Speedrunner-Modus bin. Du musst es schnell. Das ist halt. Guck, der rutscht aber auch einfach viel Zeit zu der viel. Welt. Die Leute wollen uns doch sehen, wie wir das so in aller Ruhe gemächlich, Stunde für Stunde hier durchspielen. Schwung für Schwung, okay. Dann schieße ich von hier unten. Langweilig. Aber guck mal, wie. Ich bin einfach nicht getankt. An. Kam halt dich an. Hä? Als hätte ich dir vorher nicht schon zweimal getroffen. Witzig wäre es, wenn du wie bei manchen Mario-Dingern, wenn du von der Plattform fällst, einfach nochmal von vorne anfangen musst. Ja, hab ich ja nochmal hochlaufen müssen. Nee, du hast ja nur zweimal getroffen. Also nein, du hast den. Musst ja ach so, viermal so treffen. Anfangen. Ne, aber. Warte. Kannst du da wieder Leben zurückholen beim Säufer? Beim Säufer? Oder ist die erste Hexen? Aber weißt du was? Gar nicht so schlimm, weil ich kann eh nicht so stampfen. Ach stimmt, sind wir noch gar nicht. Richtig. Ja. Das war ja taktisch gar nicht so doof. Ja, das war Zeit gespart. Hierum geht's. Guck mal, wie viel Energie, wie viel Puzzleteile ich schon gesammelt habe in meiner Runde. Und wie viel du gesammelt hast. Null. Kann schon wieder. Guck, zack, zack, zack. Wenn du berg hochspringst, geht's schneller. Ja, dann spring mal da runter, dann geht's noch schneller. Nee. Weil ich fliegen kann. Weil ich ein freier, unabhängiger Vogel bin. Who needs no man? Der halt freiwillig in einem Ah, halt, ich muss ja eh nur. Guck, jetzt spare ich mir, jetzt sammle ich die nicht alle jetzt schon ein. Sondern kann sie holen, wenn ich sie eh kaputt mache. Die Schnabelbombe. Schnabelbombe. Das wird krass anders. Weiß nicht, die Pickparade war das andere. Wir haben wir eben gelernt. Schnabelbombe. Ja. Arschbombe. Wie habe ich das immer genannt?
Stampfattacke. Ja, Stampfattacke ist halt ganz normal. Weil ich glaube, das ist bei Mario ist halt der erste Satz das so Stampfattacke. Damals. Move werdet ihr oft brauchen. Ja, würde ich doch hoffen. Ah, guck, das ist ein Mambo-Schädel. Siehst du denn, wie der hinten danced? Yukon, Boko. Der freut sich auf dich. Yukon, ja, guck, da habe ich Energie gekriegt. So, siehst du? Als wäre nichts passiert. Weil ich habe noch nicht mal einen Umweg laufen müssen. Es gibt nichts mehr zu lernen für dich in diesem. Ah, guck, und noch ein Puzzleteil. Was denkst du, wie viele Puzzleteile du sammelst in deiner nächsten Session? Wie viele Minuten hast du noch? Wir sind jetzt bei 11. Ach Gott. Wie richtig nachlegen. Ja, was machen wir? Viertelstunde, oder? Eine Viertelstunde haben wir, glaube ich, uns überlegt, oder? Ja, der andere war jetzt 20. 20. Zerstörst hier einfach die Häuser vom Eierpapa. Eierpapa? Der heißt Ikam. Nee, wie ist der? Ipapa. Heißt, was? Der sagt doch die ganze Zeit Eierpapa. Eierpapa. Warte, hörst du jetzt mal genau hin? Ja. Eierpapa. Der lacht sich nur einen ab. Der sagt nicht ja. Ja. Der sieht doch mehr aus wie ein Esel als ein Ipapa. Du hast ihn aus deinem Haus rausgeschlagen. Rausgeschlagen, ausgeboxt. Und? Siehst du, nochmal Zeit. Oh, ein Kinro. Kinro. Ah, zack, und noch ein Puzzleteil. Martin, du bist echt in der. Oh. In der Bringschuld jetzt. Der hol dich jetzt. Hol ihn dir. Hol ihn dir. Ich hol ihn zuerst. Ah! Ah! Schön. Erst sein Haus zerstört und dann noch über den Haufen gerollt. Ja, ich zerstöre noch das Haus seiner Großmutter. Ach, kriegst du gar nicht Luka. Eben für. Nee, ach. Keine. Ich bin so unentschlossen. Nimm's halt. Ja, aber ich werde eh nicht sterben, von daher ist noch ihr Leben, das ist wertlos. Das ist eine Inflation und noch ein Puzzleteil. Martin. Ja, was so, du bist das erste Level, also ganz ehrlich. Achso, ja, guck mal, Cheater. Kuchu. Oh. Wie soll ich denn sonst machen? Für Dummies. Halt, hat er nicht auf einer irgendwie. Ah, ah ja. Sonst also musst du noch einen wegschießen. Einen noch, ja. Dann kommst du da irgendwie dann. Halle, hopp. Ja. Halle, hopp. Okay. Hab ich Leo und den scheiß ich mal rein. Hab's wieder eingesammelt. Ja, okay, dann nicht. Ach stimmt, die konnte man auch wieder einsammeln, das wusste ich gar nicht mehr. Was? Boah, einfach so ins Nichts und verschwunden. Noch ein Puzzleteil. Speedrunner, ja. So geht das. So, dann gehen wir jetzt zu Humbo, oder? Mumbo Humbo. So. Wenn er aufwacht. Ich muss Mumbo. Wieder ja fertig, wenn er aufwacht. Bester Schamane im ganzen Spiel. Schüttel sie erstmal. Wie viele Schamanen gibt es denn im Spiel? Vorsicht, du Schräger. Quacksalber. Böse Hexer versteckt. Mumbos, silberne Schädel. Oh nein. Ich hab zu wenig. Das Ganze hätte viel schneller gehen können, wenn die schon mal. Ja, ich hätte richtig A drücken sollen. Speedrunner-Tipp. Also ich glaube, es gibt noch einen in diesem, was ist das? Ameisen? Nee, Termitenbau. Termiten? Termiten. Und hier nochmal Secret? Hier oben. Ja, doch, die holst du dir eine. Da oben ist noch einer, ne? Auf der Rückseite ist noch einer. Ja, über dem Eingang ist einer. Schädel? Ja. Okay. Parkour. Oh, der Bärenpunch-Leck. Du hast dich einfach angelogen. Penner. Gott, du musst jetzt alle Eier einsammeln. Nee, sehe ich gar nicht ein. Wir haben keine Zeit für sowas. Das hast du dir selber einzubringen. Ja, gehst halt raus. Ja, nee. Wolltest du mit der Tür in der Tür stehen bleiben, ne? Weil die heizen ja viel draußen. Die Umwelt. Der hat doch nicht mal eine Gardine, um irgendwie die Wärmeverlust aufzufangen. So. Wie dieser. Oh. Der ist auch geschenkt. Der wird ja einer nach dem anderen. Geschenkt. Das hast du erstmal sehen müssen, was deins ist. Du wärst ja fast vorbeigesprungen. So ein Entdecker. Sie hätten auch einfach alle 10 direkt nach von Eingang legen können, damit du sie einfach alle kriegst. Ja. Lächerlich. Ich spreche mich schon. Ach, wie hier. Guck mal, jetzt habe ich diesen ganzen Berg schon abgefrühstückt. Und. Keine Ahnung, ich bin hier früher stundenlang auf diesem Hügel da rumgerannt. Ich weiß nicht, früher war alles irgendwie größer. Auch war in so Videospielen. Wie war früher dein Sichtfeld noch eingeschränkter, weil du da noch keine Brille hattest? Weißt du, da wollte ich hin. Hab ich, Leo, safe. Schiri. Schigi. Faul. Ja, okay, genau dann war gesehen. Das hier ein. Jetzt hol dir die Noten nach unten halt. Ja, nee, das lasse ich dann dir, weil jetzt ist eine Viertelstunde vorbei. Jetzt mach's halt. Nee, das kannst du ja. Sollen wir hier pausieren, oder was? Ja, wir pausieren jetzt hier.